Fritzi! Wir vermissen seit fast einer Woche unseren Pauli. Und wir rufen ihn zwar schon jetzt jeden Abend. Und seit gestern lege ich Spuren aus, dass er den Weg vielleicht zurückfindet. Wir wissen nicht, wo er ist. Und gestern kam Fritz mit sogar, obwohl er den Hof nie verlässt. Aber irgendwie ist er gestern einfach mitgekommen und haben gedacht, okay, dann folgen wir ihm mal. Aber jetzt gehen wir nochmal den anderen Weg hier hoch. Dass wir so ein bisschen sternförmig das machen. Und ich muss dann nachher mit dem Fahrrad, wenn ich es heute noch schaffe, sonst heute Abend, mit dem Fahrrad irgendwie nochmal andere Wege zu uns führen. Nicht, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe, sondern wo er vielleicht hingelaufen sein könnte, irgendwie durch einen doofen Umweg, ne? So, Abmarsch. Mutti? Hast du sie auch im Wald verloren, oder? Ach, da. Wo bist du denn? Meine Mama ist wieder Pilze sammeln. Irgendwo anscheinend. Das ist immer schön, wenn man weiß, dass seine Schwiegermutter irgendwo im Wald ist. Das beruhigt mich immer. Nein, nicht richtig im Wald, im Gebüsch da. Mutti, magst du auch zwischendurch nach Pauli rufen? Zeig mal. Oha, der war groß. Papa, ne? Ja. Noch mehr. Da freut sich. Ja. Hey, hau ab damit. Pilze, das, nee. Nur Fleisch und Bratkartoffeln. Also bevor ich Pilze esse, lutsche ich lieber Batterien. Oh. Nee, wirklich. Pilze so, kannst du mich mit jagen. Komm. Jenny macht auch so einen richtig geilen Gnocchi-Auflauf, ne? Aber die Pilze da drin versauen das Ganze. Das ist Katastrophe. Der ist so lecker. Ja, ist er. Kannst auch so gut kochen und versaust das mit so kleinen Sachen. Ich habe schon weniger Pilze drin, aber so ein bisschen muss. Ja, aber ist immer noch zu viel. Als wir mal keine Pilze hatten, hat das nicht so gut geschmeckt. Da fehlt dieser. Doch, das war super. Das war richtig gut. Nee, der Geschmack. Kannst du nicht mal so eine Hälfte mit, eine Hälfte ohne Pilze machen? So wie bei der Pizza, so eine Hälfte mit Salami. Bei mir gibt es keine extra Würstchen, ey. Ganz ehrlich. Nee, damit fange ich gar nicht erst an. Gas bei dir bestimmt auch nicht. Früher. Natürlich. Das glaube ich nicht. Sicher. Ich folge deiner Mama. So, komm. Das glaube ich nicht. Oma hat das auch immer für mich. Ja, Oma ist ja was anderes. Aber ich bin nicht. Mama hat für sich alleine immer Reispfanne gemacht. Ja. Und für uns gab es Grutzwurst. Ja, aber das ist ja was anderes. Ich hatte das ja schon mal, dass ich ihn. Zweimal musste ich ihn schon runterholen aus irgendeiner Eiche vorne am Hof. Ja, aber da war er noch. Auch ganz enthusiastisch hochgekrabbelt und dann. Da war er Vogel aber noch sehr jung. Und den kam er nicht runter da. Naja, da oben noch 300 Meter weiter ist ein Regenrückhaltebecken von der Autobahn. Und da geht ein Rohr praktisch unter der Autobahn und da durch. Da fließt ein Bach durch von der anderen Seite. Und manchmal ist ja, wenn da irgendeine Ratte oder eine Maus durchgeflutscht ist, weil wir gerade auch sehr viel Trockenheit hatten, kann man da ja ungestört lang gehen, dass er da irgendwie durchgerast ist und jetzt nicht wieder zurückfindet. So, hier geht jetzt der Bach lang. Vorsicht, Dorn, aber. Und da geradeaus zu, da ist das Rohr, was unter der Autobahn durchgeht. Pauli! Pauli! Ah, da ist es ja. Aha, okay. Da ist das Rohr. Oder er ist halt durch den Zaun von der Autobahn und sitzt jetzt irgendwo in Norwegen und frisst frischen Lachs. Man weiß es ja nicht. Also ich rufe halt alles an, die einen toten Kater aufkratzen oder Tierheime. Hab ja heute schon morgen angerufen. War noch auf dem Rückruf. Hier ist halt auch noch ein Rastplatz irgendwo. Und ihr wisst ja selber, Pauli geht leider auch gerne in fremde Autos rein. Deswegen das sag ich ja, Norwegen, frischer Lachs. Ich meine, so toll er auch ist, aber das ist so, wo ich denke, so ein bisschen Schüchternheit wäre gar nicht so schlecht gewesen. Wie Fritz. Fritz ist ja trotzdem zutraulich, aber ein bisschen schüchtern zurückhalten, aber gut. Also ich habe halt geduscht, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich habe halt geduscht, Deo raufgemacht, wie immer, angezogen, den ganzen Tag getragen, habe auch geschwitzt da drin. Ich habe jetzt nochmal, weil ich das Samstag hatte, nochmal ein bisschen Deo und Parfüm raufgemacht und hoffe, dass er angelockt wird. Mal gucken. Ich würde auf jeden Fall deinen Geruch nachgehen. Ja, das weiß ich doch. So. So, Spur legen und dann wieder zurück.
Ja. Wie viele Meter sind das jetzt? Also 500 Meter wurde empfohlen, soll man schon gehen. Wie weit sind wir jetzt entfernt? 516. Ja, Pi mal Finger. Ja. Pauli! Was glaubst du denn, was also im schlimmsten Fall mit ihm passiert ist? Im schlimmsten Fall? Ja. Also, können Pauli überfahren. Meine, du musst ja immer noch Beweggründe haben, jetzt sagen, so, wir suchen noch. Ja, natürlich, weil noch keiner anscheinend Pauli aufgekratzt hat irgendwo. Aber der ist so zutraulich, der wird wahrscheinlich irgendwo anders vielleicht auch im Garten liegen und sich füttern lassen. Weiß ich nicht, aber was soll ich denn machen? Soll ich jetzt einfach nichts machen? Wir müssen jetzt die Heutrocknungsanlage, die wir gekauft haben, also die Ersatzanlage jetzt sozusagen, aufbauen. Und da muss einiges verschraubt werden und mit Silikon bearbeitet werden und überhaupt mal geguckt werden, wie wir das jetzt am besten machen. Darf ich bitten? Oha. Ganz neue Manieren. Jetzt müssen wir auch noch alles abmachen hier. Den ganzen Scheiß. Das machst du schon super. Kannst weitermachen. Ich habe dir extra so einen Schaber geholt. Jetzt ernsthaft? Ja, sicher. Also das gute Stück hier ist ein überdimensionaler Föhn. Und der saugt sich hier vorne die Luft an. Und da drin ist ein großes Schwungrad praktisch. Und dieses Schwungrad pustet die Luft hier durch den Ansaugstutzen hier in diesen Trichter rein. Und dann verteilt sich die Luft auf diese Ringe, wo dann letztendlich nachher die Rundballen draufstehen. Und dann geht die Luft durch die Rundballen durch und trocknet somit die Rundballen. Also vor diesen Ansaugstutzen kommt noch ein Heizlüfter oder eine Dieselheizung. Mal gucken, dass wir hier warme Luft durchkriegen. Und dann haben wir die Ballen auch ruckzuck getrocknet. Das ist jetzt unsere Übergangstrocknung, weil die eigentliche Anlage, die wir neu gekauft haben, ja nicht an Laden kommt. Oder zu spät an Laden kommt, besser gesagt. Deshalb ist das jetzt erstmal eine Übergangslösung. Jenny macht jetzt die einfachste Arbeit von allen hier, nämlich das alte Silikon abschrubbeln. Und wir werden jetzt mal anfangen, hier den Lüfter von der Palette zu nehmen und den dann im Boden festzumachen. Die Heutrocknungsanlage habe ich von zwei Landwirten aus Wiesmo, im wunderschönen Ostfriesland, die leider ihren Betrieb aufgeben mussten. Ja, wir sind Samstagmorgen um 4 losgefahren und haben das ganze Teil abgebaut in Höchstgeschwindigkeit und dann auf dem LKW auf den Trailer geschoben und dann hierher gefahren. Und Sonntag haben wir das dann abgeladen. Boah, schwitzt schon, hab Durst, hab Hunger. Ich will so eine Uhrzeit, wo ich Hunger kriege. Und eigentlich habe ich die Zeit im Nacken, weil ich noch den Kindergeburtstag vorbereiten muss. Das mache ich jetzt als nächstes. Ja. Aber unten komme ich nicht an. Ich kann jetzt gern hier oben machen, aber da unten komme ich nicht an. Ja, dann kippen wir dir das gleich um. Ja, wir schieben den einfach jetzt gleich hier weiter ran, dann kann sie den nächsten fertig machen. Ja. Na, wie gesagt, hier kann ich ja erstmal machen, hier oben. Das ist ja, ja kein Wir können ihn auch hinlegen. Ja, lass ihn erstmal machen. Das ist Ole 3. Also wir sind hier ja drei. Wenn alle Oles zum Helfen da sind, sind wir drei Oles auf dem Hof. Und das ist Ole, der hat eine Woche vorher Geburtstag. Deshalb heiße ich auch Sven Ole, weil meine Mutter nicht wollte, dass wir gleich heißen. Das stimmt sogar. Das stimmt sogar. Auch, wirklich. Kommt auch hier aus dem Dorf. Also wenn der Berg hier nicht wäre, könnte ich zu seinem Elternhaus gucken, wo er damals gewohnt hat. Das lieb, Dankeschön. Tschüss. Das war jetzt dieser eine Rückruf, auf den ich gewartet habe. Und es wurde anscheinend keine Katze in der Samtgemeinde eingesammelt. Also zumindest noch nicht von der Autobahn und noch nicht von der Straße gekratzt. Ist schon mal so. Oh. Ach so, ja, ja, ja. Wir bauen gerade auf. Wir bauen gerade auf. Das sieht doch gut aus. Also bei mir sieht das gut aus. Oh, dann wird mir das hier auch gut aussehen. Oh, ein bisschen Versatz, aber ist nicht schlimm. Ja, wollen wir einmal gucken hier, wie das einigermaßen passt.
Ich bereite jetzt hier alles für den Kindergeburtstag vor. Da erwarten wir die Anni mit ihren 8 Gästen. Und Anni ist heute 7 geworden. Und da mache ich gerade so ein bisschen Deko. Erstmal wollte ich was für mich machen, also dass ich auch wirklich hier auf dem Hof selber verwirklichen kann und so meine Schiene fahren kann, aber was natürlich auch ein bisschen Geld bringt langfristig. Und mittlerweile läuft das eigentlich ganz gut, dass man sagen kann, die Jenny tut auch was hier auf dem Hof, was ein bisschen Geld reinbringt. Auf jeden Fall ist das mein Ding. Also ich feiere ja selber ganz gern und ich finde Kindergeburtstag total toll. Und mir macht das auch Spaß und das finde ich ganz wichtig, dass Arbeiten Spaß bringt. Also das, was mir da heute Trottungsanlage macht mir jetzt keinen Spaß, aber es muss gemacht werden und das bringt mir Spaß. Und ach, es ist einfach auch schön, diese Gesichter dann zu sehen von den Kindern. Ne? Das ist schon schön. Aber es ist auch wieder der erste Geburtstag jetzt ohne meinen Pauli. Glauben absetzen. Es läuft doch erstaunlich gut nach anfänglichen Schwierigkeiten. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das morgen fertig kriegen. Heute? Heute. Heute kriegen wir es fertig. Heute kriegen wir es fertig. So Leute, heute habt ihr gesehen, wie wir unsere Heutrocknungsanlage hier zusammenschustern. Wir sind ziemlich weit gekommen für unsere Verhältnisse. Irgendwann werdet ihr die sicherlich auch mal im Einsatz sehen. Deshalb nicht vergessen, dranbleiben, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Huhn, ich wollte nur sagen, wir haben Pauli eben gefunden mit den Kindern vom Kindergeburtstag und er ist leider tot. Und komischerweise, er lag im Gebüsch gleich hier vorne, also das heißt vorne, als er gerade aufgegangen ist, aber die Bäume anfangen. Da, wo ich sogar noch ein Versteck gemacht habe für die Kinder, das heißt, er muss sich echt noch hingequält haben. Und habe ich das Miauen doch richtig gehört, gestern und heute. Ja, ich wollte nur Bescheid sagen. Okay, bis dann. Tschüss.